Hallo Leute, willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Hoffentlich wieder ohne Lex und aber wieder mit Gästchen. Hallo, ich Genau, bin immer noch dabei. immer noch. Wir haben ja nur kurz, also besser gesagt, ich habe ja nur kurz mein PC neu gestartet. Deswegen sollte das jetzt gehen zu euch. Ich nehme hier aber den Support Killer, weil der hier. Der macht keinen Schatten. Na, das ist immer nervig bei dem Bei, einen. genau, in dem anderen. Deswegen nehme ich lieber den hier, weil. Hat man solche hässlichen lilanen Flecken im Wasser? Sieht aus wie Minecraft. Wo? Wenn ich den einen Support-Killer im Wasser benutze Ach so. von den Steelworks. Wo ist das? Ich krieg dich. Na also. Könntest auch bei den links bei den Einstellungen bei dieser Brille. Könntest auch die Bodenkacheln anschalten, dann würdest du leichter sehen, wo alles ist. Stimmt. Damit baue ich zum Beispiel meine Holzachterbahn oder Macht allgemein Sinn. meine Achterbahn, weil es dann leichter ist. Ey, kommst mir nur so vor, da leckt es jetzt schon wieder. Ich glaube, es leckt schon wieder, ich weiß es aber nicht. Ich habe nicht ganz so gutes Internet gerade, deswegen kann ich es nicht ganz so beurteilen. Das kann doch nicht sein. Ich hab doch gerade. Irgendwie mag es heute nicht bei mir. Mit Aufnahme. Wenn es jetzt nicht geht, dann Sehr schlecht. wäre echt schlecht. Der Wasser ist schön geworden. Das fände ich auch cool. Um mal vom Thema abzulenken. Ja. Könntest unten drunter noch ein bisschen Nebel machen. Nebel, wo? Unter dem Wasserfall. Ja. Oder so. An der Stelle, wo er gerade ins Wasser taucht, sozusagen. In der Ach so, Schiene ja, ich da. verstehe schon. Das würde ganz bestimmt ganz cool aussehen. Dummes Spiel, ich mag das jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich wenigstens das Ding erwischt. Wenigstens etwas. Jetzt geht's auf einmal wieder. Ich hoffe, das pendelt sich jetzt ein und hört auf damit, weil mehr als PC neu starten, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Hast du Startschwierigkeiten? Ist heute wahrscheinlich nicht so Eben. gut gelaunt. Hat Eben. seine Phase. Ist zu heiß. Spiel hat seine Tage. Genau. Böses Spiel. So, Warum ich kann es glaube, da es hat sich nichts für? beruhigt. Hier ist noch was. Dann haben wir jetzt da alles. Also ich finde, die Achterbahn ist so natürlich auch recht schön. Ich Jo. meine, die braucht man doch nicht unbedingt zu porten. Ich finde die so auch super. So eine fliegende Achterbahn hat doch was. Ja, das ist so ein neuer Stahl, der ist so extrem hart, den Genau, der. kannst du auf eine einzige Stütze stellen, der bleibt da stehen, Genau, der steht einfach hier drinnen und hält. der kann sonst was passieren, der bleibt stehen. Bei Erdbeben, bei Wind und Sturm, überall bleibt er stehen. Bei Tsunamis, Das ist ja normal. Hier, das ist ja klar, dass er da stehen bleibt. bei Supergaus, Klar. ja, Alles hält er aus. in Verbindung mit Tsunami. So, wir haben hier alles schön. Erinnert mich ein bisschen an eine neue Achterbahn, die 2014 kommen soll. Die habe ich Heißt ja müsste. gemacht. Habe ich ja gemacht. Heißt, ich glaube, hieß Mission Helix oder so. Und wo? Lisberg Park. Ich weiß, ich glaube, das sind Niederlande. Ich weiß aber nicht Aha. genau. Das wird so ein Achterbahn mit so zwei Abschüssen, halt die gleiche Achterbahnart und mit insgesamt sieben Überschlägen. Das schlängelt sich einmal so im Berg. Cool. Und der Heidepark kriegt 2014 einen Wing Rider, einen Wing Coaster. Nicht schlecht. Ist der Boah, bei das dir in wird der Nähe? schon entfernt. Das wird so Hammer. Das Ich ist glaube, echt der cool. Zug steht da rechts unten. Oder hast du auf Pause? Was steht Hast wo? du Pause? Bist gerade wieder so robotermäßig. Hast du auf Pause gerade? Nee, ah doch, ich spiel Hast das schon. Spiel gerade? Ich spiel es auf Pause. Achso. Oh, da ist noch was, So. verdammt. Ich dachte schon, der Zug steht ist jetzt stehen geblieben. Nee, nee. Obwohl, er ist. Es ist gar nicht auf Pause.
Ach, deswegen sind die beiden Züge so nah hintereinander. Er hat sich geschafft. Warum? Wahrscheinlich den letzten Berg oder so. Ich hätte echt gedacht, dass es Pause ist. Ich habe da. Oh Gott. Fahr doch mal kurz mit, dann können wir sehen, Ja. woran er scheitert. Ist ja doof. Es kommt davon, wenn man die ganze Achterbahn umbaut. Das würde ganz hart davon umbauen, das war nur das kleine Stück Ja, da. stimmt. Also wirklich. Das war echt nicht viel. Dünn. Naja, Ach nicht so, zu ganz viele ganz, aber Bremsen bis. wahrscheinlich. Ja, nicht. Ja, das Ding braucht Bremsen, sonst Ja, eben. rast du da durch. Deswegen habe ich so viel Bremsen eingebaut, weil ich so hohe Startgeschwindigkeit habe. Hier, ich liebe es durch das Wasser dadurch. Fliegst ne, bei so einer Ich hohen glaube, die war zu Geschwindigkeit. fest. Die letzte war zu stark dann. Ja. Jetzt hier die Bremse, die darf nicht so hoch sein, glaube ich. Ja. Dann tschüss. Ich verabschiede mich. Okay, dann müssen wir die nochmal. Die ist ganz niedrig halt. Ein Ach, da ist 28. der Weg drunter, sonst hätte ich gesagt, mach es doch einfach ganz gerade. Ja, da Und ist das ist der natürlich Weg. doof. Du kannst Aber ich muss das. ja nicht so hoch machen. Die erste könnte eine normale Bremse sein. Also die erste von den beiden da oben könnte eine normale Bremse und die zweite könnte eine Blockbremse. Eine, die den auch noch beschleunigen kann. Ja, brauchen wir glaube ich eh, wenn es zwei Züge sind, noch irgendwo. Oder? Ich habe ja zwei Züge, also brauchen wir ja irgendwo noch. Ja, Soll ich die hier bei mir ist gerade machen? mega leck gewesen. Bei mir geht's Machst du ausnahmsweise. ganz. Ja. Mal hier eine. Und dahinter nochmal zwei. Ich hätte eine Idee, wie du ihn sogar stehen lassen könntest, nachdem er aus der Station rausfährt, bevor er abgeschossen wird, aber ich glaube, das wäre viel zu aufwendig. Boah, dann lassen wir das lieber. Ja. Das wäre ein bisschen, das wäre nämlich ganz schön viel Rumprobiererei. Ne, ich würde sagen, versuchen wir den jetzt irgendwie mit mir gut zu themen und dann. Aber das ist echt eine gute Idee mit dem Raster. Warum habe ich das selber nie gemacht? Und dann. Jo, gut. Wie gesagt, bei mir Also. leckt. Jetzt wird's lustig. Oh ja. Ich bin Echt? schon. Es leckt bei dir. Ja, er hat gerade ein bisschen geleckt. Geht's wieder? Ja, jetzt spannend. Hab schon das Popcorn neben mir stehen. Ah, wunderbar. So. Frage mich jetzt, wie ich daraus was machen soll. Naja, lass lieber, das ist ein bisschen komplizierter. Dafür musste ich mir mehrere Tutorials angucken. Oh je. Mit was machen wir's dann? Moby. Mobi. Die lange. Moby Okay. Dick. Willst du einen geschmacklosen Witz hören? Ja, immer. Boah, Gibt aus dem Wasser? ich höre dich gerade gar nicht. Du bist gerade voll wie Roboter. Sorry, was ist weiß und guckt aus dem Wasser? Keine Ahnung. Mobys Dick. Ui, ui, ui. Der ist echt geschmacklos. Ich weiß. Aber lustig. Irgendwie. So, dann machen wir das jetzt wie mit diesen Dingern, oder? Ja. Und da halt noch das Ding Ist draufhauen. auch, die bräuchtest du nicht mal unbedingt, oder? Doch, ach, doch, die ja. Ja. Dann sieht es besser aus, oder? Ja. Aber das Doofe ist halt, was mache ich denn jetzt hier, wenn das hier so hoch geht? Die sind ja dann gar nicht dran. Warte, ich sollte vielleicht mit den anderen anfangen. Mit den Dingern. Du brauchst außerdem nicht immer zwei Abstände, kannst doch. Die brauchst du nicht eigentlich. Und du brauchst nicht mal zwei Abstände zwischen den Stützen. Wie groß? Du könntest, das ist immer unterschiedlich, je nachdem. Du könntest auch Dreier Also oder ne, am so. besten immer so, du kannst auch Vierer Abstände machen. Was mache ich Ich jetzt weiß. hier in dem Fall? So geht's ja nicht. So ist es ja nicht dran, die Stütze, gell? Aber wenn ich sie einen höher setze, dann ist sie so drinnen. Warte mal. Siehst du das? Dann setze ein, mache ein weiter. Ja, dann guck da, wie es ein weiter ist. Ein Blocksegment weiter. Nicht besser. Oder geht das, wenn man das so drin hat? Ja, das geht. Du musst ja auch irgendwie mit der Strecke connecten. Eben. Ich glaube, da mache ich es gleich hier. Bei zum Dann Beispiel hat man die Lift 1, 2, und 3, 4. Ja.
Bei Lüftels von größeren Achterbahnen, zum Beispiel 100 Meter oder so, sind ja auch nicht 300 Stützen am Lüftel dran. Ja. Das ist auch manchmal auf 3 oder 4 beschränkt. Das ist meistens so, dass dann halt unter der Schiene ein stärkeres Material verwendet wurde, was das auch halten kann. Zum Beispiel Ich beim verstehe. Intimidator 305 in Kings Island. Alter, woher weißt du sowas alles? Ich bin ein Suchti. Ah, okay, ich verstehe. Aber finde ich cool. So. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal überall die Dinger hin. Wie mache ich das jetzt hier? Ja, das ist die Frage. Was kann ich hier machen? Wir nehmen halt, wenn dann die unkomplizierte Variante. Ja, das ist gut. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, welche sind die beiden Laufschienen beim senkrechten Teil, wo der Zug nachher mit den Rädern lang fährt. Die Weil inneren. Also die auf beiden. der Stelle darf ja keine Stütze sein. Genau, also die Wäre schlecht, wenn du müssen. so eine Stütze in die Fresse kriegst. Ja. Die Stützen müssten hier außen müsste es ohne Probleme so gehen. Ja. Und man muss auch aufpassen, dass wir durch keine Stütze mit dem Kopf fahren. Also die müssen auch nachher Ja, weit ja. Das stimmt. von den Schienen weg sein. Das wird auch aufregend bei den Überschlägen. Oh ja. Dann nehmen wir einfach wieder die hier, oder? Ja. Zur Not. Mir fällt ein, mit diesem Typ Achterbahn arbeite ich kaum. Muss ich auch mal machen. Ich wollte auch mal so eine Abschlussbahn machen, einfach so. Das Problem ist bei dieser Bahn, die beschränkt sich halt im Prinzip auf ein bestimmtes Track-Layout. Und ich hab's ganz Normal, anders gemacht. ja, so geht's auch. Da gibt's eine Ausnahme, zum Beispiel der Stormrunner, den hat man da auch bei der Achterbahn in den schon gespeicherten Bahnen. Der steht nämlich im Hershey Park. Das ist zum Beispiel so eine Ausnahme. Okay. Normalerweise werden die halt auf den Topaz hochgeschossen, drehen sich und fahren halt in Richtung Station zurück in eine Bremse oder nochmal über einen Ja. Hügel. Ach so, stimmt. Ja. Nennt sich Stimmt. Rocket Coaster. Aber ich finde, so ist irgendwie auch lustig. Jo. Hat man halt bei dieser Achterbahn leider wenig Streckenteile zur Verfügung. Sind eh relativ viele, finde ich. Mein, so Ja, ein Ding aber hat man da. man kann halt nicht So, so. so eins, so eins. Ja, aber das ist auch das Einzige wirklich, weil ich finde, hätte es machen können, dass man bei RCT die Größe von verschiedenen Streckenteilen einstellen kann. Zum Beispiel, du hast Ja. jetzt so ein von senkrecht zu gerade und dann kannst du halt mit daneben ist so zum Beispiel so einer zu so Zähler. Kannst du einstellen 1, 2, 3 und dann wird es halt in schrittweise halt größer. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Stimmt. Okay, wie machen wir es jetzt hier eigentlich? Wie geht es jetzt hier? Da würde ich sagen, gibt es ja auch diese waagerechten Dinger, wenn du Hier? reinguckst. Ja, musst halt gucken, die sind halt in verschiedenen Lagen alle. Schauen wir mal, dass wir da die richtigen finden. Erstmal die Farben ändern. Muss gucken, auch wie sie gedreht sind, weil, ja. Auf jeden Fall müssen sie, glaube ich, hier sein. Gut. Das habe ich schon mal gefunden, das richtige Feld. Aber ich habe schon wieder vergessen, Ich dass da glaube, was der ist. Macher von Movies. Das ist natürlich schlecht, wenn es jetzt in der Laufschiene drin ist, auch, oder? Ja. Ja, ein bisschen. So.